Für die günstigsten und sichersten FIFA-Coins check meine Sponsoren IG4 und MMOJ aus. Links sind natürlich in der Videobeschreibung. Außerdem gibt es noch einen richtig freshen Rabattcode in der Videobeschreibung. Ihr würdet mich natürlich mit dem Kauf über meine Links unterstützen. Euch kostet das Ganze keinen Cent mehr. Danke an jeden Einzelnen, seid die Beste. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder die besten Packs der letzten Wochen. Von mir natürlich, es waren wieder richtig viele Walkouts dabei, es war eine Legende dabei und natürlich richtig viele Informs. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und danke nochmal an alle Abonnenten. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen an Weihnachten, genau am 24. die 300.000 Abonnenten gepackt. Richtig heftig. Danke an jeden Einzelnen dafür. Lasst einfach mal ein Like da, Leute. Und schreibt in die Kommentare Hashtag 300k. Richtig krank einfach nur. Zieht euch das Video auf jeden Fall bis zum Ende rein. Guckt euch alle Packs an und schreibt mir dann nach dem Video, welches Pack euch am besten gefallen hat. Ihr werdet ja gleich alle Packs sehen. Schreibt es dann auf jeden Fall unten in die Kommentare. Und falls ihr noch Bock habt auf diesen roten Nice Hoodie als kleines Nachweihnachtsgeschenk oder was weiß ich, den gibt es momentan noch limitiert. 20 bis 30 Mal in meinem Shop, ihr wisst es, plus gratis Autogrammkarte. Die ist natürlich umsonst dabei, aber wie gesagt, die gibt es nur auf diese limitierten roten Nice Hoodies. Und wie gesagt, davon gibt es nur noch 20 oder 30 Stück. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele. Link zu meinem Shop, wo es sie gibt, ist ganz oben in der Beschreibung. Könnt ihr gerne auschecken für diejenigen, die sich ja noch nichts geholt haben oder so. Falls ihr noch Bock habt, danke auf jeden Fall an jeden Einzelnen, der sich zu Weihnachten oder was weiß ich, oder generell, was aus meinem Shop geholt habt. Ihr seid dafür die Besten. Danke für eure Unterstützung. Markiert mich gerne auf euren Instagram-Bildern, falls ihr euch irgendwas geholt habt aus meinem Shop. Würde mich auf jeden Fall freuen. Like ich natürlich und dann lasse ich auch einen Kommentar bei euch da. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt in die ersten Packs. Let's go. Die 35k-Packs sind vielleicht doch nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. So, nächstes 35k-Pack. Leute, ihr wisst es. Falls ihr noch Bock habt auf diesen weißen Nice Hoodie, den gibt es natürlich auch noch in schwarz. Check gerne meinen Shop aus. Link zu meinem Shop ist direkt in der Beschreibung. Und es wird ein fucking Walkout. Und wie klein ist diese Sternflocke gewesen? Komm, nein, nicht Mkhitaryan. Nicht Mkhitaryan. Digga! Der war letztens wenigstens noch als Inform am Start. Ey, ich hab... Wisst ihr, woran man es erkennen kann? Weil der Typ kaum noch fucking Flaggen unten runter bekommt. Oh mein Gott. Oh, komm, komm, komm. Oh gut. Aus dem Nichts. Ich guck grad Fußball hier nebenbei. Oh nein. Oh, Sanchez. Ich dachte, es wird Tschech. Ich dachte, es ist die Tschechien-Flagge. Oh, 87er Sanchez. Der hatte schon so viele Informs. Da habe ich ihn nie gezogen. Ah doch, einmal. Stimmt. Als 11 Inform-Pack habe ich den 90er Stürmer gezogen. Und jetzt eigentlich den normalen Suarez. Bam, Mann. Der nächste Walkout, den ich abgehakt habe sozusagen. Ich schaue gerade Bayern gegen Leipzig. Und ich gucke mir das Spiel an. Ich schaue mir die Ecke an. Boah, Junge, der wird richtig gefoult. Digga, egal, was soll's. Ich habe Sanchez gezogen, auf jeden Fall. Schlägt mega. 5:5, Leute. Was für ein knappes Bingo wird das. Ja, Walkout, Walkout, Walkout. Bitte, 90er plus, come on. Oh, es wird kein Inform-Walkout, wer wird es? Argentinien-Flagge, 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 rechter Flügel, nein, Digga, nein, es ist die Maria. Mein Herz ist stehen geblieben. Nein, mein Herz ist stehen geblieben. Nein, das ist nicht dein Ernst. Junge, ich dachte, du hast Messi gezogen, Mann, du bist komplett ausgerastet wegen Di Maria hier. Junge, mega. Ist Argentinien rechter Flügel. Ja, normal, ich werde auch komplett ausrasten, aber ich dachte, du hast mich hier komplett zerstört mit Messi in einem FIFA-Bingo. Wow. Digga, ich hätte dich auseinandergenommen, ich hätte alles, ich hätte alles. Aber ey. Ich hätte dann alles. Hä? Aus was für ein Pack war Digga, das? Ich hätte in meinem Leben gezogen ab. Okay, come on. Erstes Foot Champions Pack, das ich jemals öffne, es wird natürlich ein Walkout. Jede Legende ist natürlich ein Walkout. Okay, komm, welche Flagge? Portugal. Okay, komm, ZOM, ZOM. Oh, linker Flügel. Okay, Paulo Futre. Schade, Mann. Rui Costa. Den denke ich mal nochmal eine Runde fresher. So was meint ihr? Der hätte ein 88er Rating gehabt. Wäre schon eine Nummer geiler gewesen. Alter, wie das aussieht. Oh mein Gott. Okay, komm, wir gehen mal nach ganz hinten. Ey, das dauert jetzt, glaube ich, 3 Stunden. Mann, nee, haben wir hier noch. Ja, nicht schlecht, das Pack. Und, wir haben, oh mein Gott, wie weit man nach hinten gehen kann, Alter. Das ist heftig. Oh mein Gott. Okay, hier, guck, ich zeig's dir nochmal kurz. Ja, man kann leider nichts verkaufen. Aber, naja, egal, was soll's. Aber ein paar gute Spiele, Alter. Isco, Dybala und natürlich Co. Und hier auch. Warum kann man die nicht verkaufen? Das wäre so heftig, wenn man die noch verkaufen könnte. Naja, okay, das wäre aber dann auch, glaube ich, zu krass gewesen. Naja, okay, aber die Spieler sind schon fresh, Alter. Die Spieler sind schon fresh. Ich denke mal, ja, wir packen alles zum Verein, würde ich sagen. Weil, ganz ehrlich, abstoßen kann man eh nichts. Von daher nehmen wir einfach jetzt mal alles mit zum Verein und dann kann er damit machen, was er will, ob er die ein Team einbaut oder was weiß ich. Das wird richtig krass aussehen. So, oh, wir müssen noch was zuweisen. Okay, das heißt, wir kriegen noch ein paar Spieler. Schauen wir mal.
89er Higuain, okay, das ist nicht schlecht. Und das war's schon. Okay, das sind nur noch 11, 10, 11 Objekte, okay. 89er Higuain, alles wieder zum Verein. Nicht schlecht, Mann. Der 9-1, boom, Mann, let's go. Und es wird ein Walkout, bam, Mann, es wird ein Walkout. Wer wird es? Nein, es wird keine blaue, aber es war eine große Sternflocke. Oh nein, Spanien, komm, Sergio Ramos, Iniesta, bam, Mann, nice. 88er, Iniesta, nice, Mann. Iniesta ist fresh, den habe ich noch nicht gezogen dieses Jahr. Also, das geht schon mal in Ordnung. Erster Walkout nach 200 Capex. Naja, okay. Ist jetzt nicht richtig krass, ist aber auch nicht scheiße. Ich hätte mir natürlich eine fucking blaue Sternschnuppe gewünscht. Dann hätte es verdammt nochmal irgendwie, vielleicht sogar Messi oder Neymar werden können. Naja, okay, kann man leider nichts machen. Schade. Wir schauen mal, was hier noch drin ist. Aber man hat es ja schon an der Animation gesehen. Es wird nichts mehr Gutes drin sein. What the fuck? Wir schauen mal kurz, wie viel Iniesta noch wert ist. 90.000 Price Range. Oh mein Gott. Okay, wenigstens 50.000 nur. Naja, okay. 50.000 knapp. Ist jetzt nicht das Allerheftigste. Den Rest nehmen wir ihm auch einfach mal mit. Und dann kann er mal schauen. Okay, ist hier noch irgendwie hinten guter Spieler? Nein. Gar nichts mehr. Ey, das Ding ist, früher konnte man ja immer noch Glück haben, dass in so einem 100k-Pack hinten noch ein Inform oder vielleicht so eine schlechte blaue Team of the Group Stage Karte ist. Aber ihr wisst es, mittlerweile sieht man das ja schon am Anfang an der Animation. Los geht es! Oh nein, es wird kein Walkout. Dein Scheiß. Wow, was ist das? Rouffier! Was? 86er Rouffier! Ist der beste Spieler, hä? Was war das denn jetzt? Oh mein Gott, ist. Oh mein Gott. Ey, ganz ehrlich, das war mein. Naja, nicht schlecht ist es, 11 Inform Pack, aber. Okay, Falcao. Oh, Vardy haben wir wenigstens noch. Nice, Mann. Vardy ist wenigstens noch am Start. 1 Million Price Range. Oh, 500.000. 530.000. Okay, Heavy, Alter. Heavy. Den gibt's. Oh, what the fuck, wie oft gibt's den denn mittlerweile? What? Ich glaube, jeder hat den jetzt im 11. Wow, wie oft gibt's den? 6 Seiten. Scheiße. Aber okay, der ist wenigstens. Ey, warum hätte man nicht wenigstens Mkhitaryan ziehen können? Fuck it, Digga. Mal schauen, was dieser Zaha hier noch wert ist. Naja, 60.000 vielleicht noch. Und Falcao. Naja, okay, man muss sagen, diese Woche war das Team of the Week jetzt nicht das allerheftigste. Falcao ist so. Oh, what the fuck? 22.000. Naja, okay, Alter. Falcao ist auch mittlerweile sowas von broke. Damals hatte der noch ein 90er Rating. Und Rouffier ist. Boah, ich dachte schon, der wäre über 100.000. Ja, 50.000. Naja, okay, wir packen natürlich alles auf die Transferliste. Okay, mit Vardy. Hat man wirklich einen guten Fang gemacht, muss man sagen, das ging schon in Ordnung. 500.000 Münzen. Läuft schon. Geile haben wir da auch noch. Der ist zweite englische Liga, deswegen wird der nicht so viel wert sein. Ich feiere die sogar, um ehrlich zu sein, mehr als die 15k-Packs. Ich weiß nicht warum. Ja, Mann. Ist echt so. Aber ne? Wir können es ja mal so machen. Oh, in Form. Bah, Mann. Was willst du, Digga? Crystal Palace. So heißt es. Aus was für ein Pack? Boom, Digga. Aus was für ein Pack? Ja, 15k-Pack. Gerade wo du Penalty 15k-Packs bist. Ja, Leute, soll ich auch. Ey, ich zieh jetzt auch mal eins. Vielleicht bringen die bei mir jetzt, auch was. Jetzt auf einmal, ne? Oh, ey, der könnte. Oh, 200.000 Price Range. Oh, 40.000. Plus. Alonso. Ja, Digga, 3-1. Was willst du? 3-2. Ich hab gerade Alonso bekommen. 84er Plus. Okay, 15k-Packs sind vielleicht so. Nicht, okay. 3. 2, 1, los geht's. Komm. Nein, es wird kein Walkout. Mal schauen, wer es wird. Leider kein. Oh mein Gott. Rugani. 83er Rugani ist der beste Spieler in diesem Pack. Ich glaub's nicht. Wie broke war das denn jetzt? Oh, Digga. 83er Rugani. Mal schauen, was noch drin ist. Komm, wenigstens noch irgendwie. Oh mein Gott, Valbuena, Alter. Oh mein Gott, okay, das waren richtig Brokis. Die finde ich eigentlich immer noch geil. So, wir machen aber erstmal die 35k-Packs. Wenn die aber alle scheiße sind, beziehungsweise wenn jetzt nur Scheiß-Packs kommen, dann höre ich damit direkt auf. Nein, ich dachte, es wird Lallana. Es wird Latza. Aber es war glaube ich noch eine richtig große andere Sternflocke. Okay, erster Inform im zweiten Pack. Ich dachte, es wird Lallana, der wäre BPL. Und wäre noch einiges wert gewesen. Wow. Varane und Pat. Okay, das war's also von dem Video. Meine besten Packs der letzten Tage. Es waren auf jeden Fall einige heftige Sachen dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst natürlich gerne ein Like und ein Abo da, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt mir in die Kommentare, welches Pack euch am besten gefallen hat. Ihr habt's gesehen. Sanchez, Di Maria, eine Legende war am Start. Richtig viele Informs. Also schreibt mir einfach in die Kommentare, welches Pack ihr am besten fandet. Das war's dann jetzt. Wie gesagt, falls noch mal kommt, auf diesen roten Nice Hoodie. Wie gesagt, den gibt's limitiert und er ist noch jetzt, momentan Stand jetzt, 20 bis 30 Mal verfügbar. Ihr wisst es. Plus
plus gratis Autogrammkarte. Also falls ihr darauf Bock habt, Link zu meinem Shop ist unten in der Beschreibung. Könnt ihr gerne auschecken. Das war's dann jetzt von dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid die Besten. Lasst ein Like, lasst ein Abo da rein. Bis morgen und ciao.